Ja, Leute, ich will euch ja nicht sagen, ich hab's euch doch gesagt, aber ich hab's euch doch gesagt und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und es ist keine 3, 4 Tage her, dass wir hier auf YouTube natürlich das Thema Harald Schmidt auch aufgegriffen haben und wie er zu den Grünen steht und warum halt eben Leute wie Harald Schmidt in der heutigen Zeit als alte weiße Männer verschrien sind und eben auch vom Mainstream-Zeitgeist zunehmend bekämpft werden. Daraufhin gab es auch bei mir einige Rückmeldungen und einige Leute, die gesagt haben, jetzt übertreibst du aber, Kolja, und das ist doch gar nicht so mit Harald Schmidt und so. Ja, ich kann dazu auch nicht viel finden und so. Und ich liebe es immer, wenn die eigenen Prognosen direkt einige Tage später wieder direkt verstärkt werden, weil gestern ist nämlich jetzt Folgendes passiert. Und zwar gab es hier irgendwo ein Event, und zwar in der Schweiz bei Roger Köppel, vielleicht kennt ihr den von der Weltwoche. Und übrigens kann ich jedem empfehlen, auch mal ab und zu bei internationalen Medien aus der Schweiz, zum Beispiel der NZZ oder auch der Weltwoche vorbeizuschauen, weil man eben dort auch immer mal wieder eine andere Perspektive auf das Ganze bekommt, als eben wenn man immer nur in Deutschland ist und sich bei Twitter oder in den deutschen Medienblasen sozusagen umgibt, ja. Also kann ich durchaus empfehlen. Und hier gab es dann halt einfach ein Event, ja. Und die hatten anscheinend eine gute Zeit, wie man sieht, bei gutem Wetter. Und neben Harald Schmidt, der hier mit einem Weißwein steht, sind noch zwei andere junge Herren abgebildet. Den linken kennt ihr wahrscheinlich. Das ist nämlich Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef, der ja dann von Merkel abgesägt wurde. Später allerdings recht behalten hat mit seinen Aussagen damals, aber egal, das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Jetzt kommen wir hier zu Matthias Matusek, einem Journalisten, den viele vielleicht noch nicht kennen, weiß ich nicht. Und er hat eben jetzt ein Foto von diesem Event gepostet mit Harald Schmidt und mit Hans-Georg Maaßen. Und dieses Foto ging natürlich so halbwegs viral und hat jetzt natürlich einen veritablen Sturm hier in der ganzen linken Filterblase ausgelöst. Und das Lustige ist ja mittlerweile, dass dieses Kontaktschuldphänomen so weit geht, dass im Endeffekt schon, du, wenn du, ich kann es euch schon prognostizieren, ja, wenn du jetzt noch weiter Harald Schmidt guckst, seine alten Sendungen, trotz Warnhinweise im WDR und so weiter, dann bist du im Endeffekt bald auch rechtsextrem. So weit wird es bald gehen. Es ist wirklich so, es ist kein Spaß, weil man muss sich ja einfach nur anschauen, was mit Hans-Georg Maaßen passiert ist, ja. Nur weil er es mal im Gegensatz zu vielen anderen CDU-Politikern wie Altmaier und Konsorten es gewagt hat, Merkel zu widersprechen und nicht direkt zu spuren, wenn Mutti was sagt, ja, hat sie ihn einfach kurzerhand abgesägt und gesagt, ja, er kann dieses Verfassungsschutzamt jetzt nicht mehr durchführen und so weiter. Und dann auf einmal war er rechtsextrem. Wie ist das passiert, ja? Weil er es gewagt hat, seine eigenen Thesen, seine eigenen Meinungen zu vertreten. Zack, ja, dann ist auf jeden Fall ein Hans-Georg Maaßen auf einmal rechtsextrem. Jetzt geht es dann immer so weiter, wenn du jetzt dich als Comedian beispielsweise neben einem Hans-Georg Maaßen fotografieren lässt, ja, dann greift natürlich diese Kontaktschuld über und du bist auf einmal dann ebenfalls rechtsextrem laut diesen Leuten. Ich gebe euch gleich die Beweise dafür. Und deswegen, das kann man immer so weiterführen. Irgendwann, wenn du sozusagen dann Harald Schmidt-Gags guckst, dann bist du auch rechtsextrem. Und irgendwann geht es dann sogar so weit, dass die noch sagen, hey, wenn du mit einer Person zusammen bist, die regelmäßig Harald Schmidt-Videos guckt, dann bist du auch rechtsextrem, ja. Und das Lustige ist, dass dadurch natürlich die Leute, die solche Beschuldigungen und Anschuldigungen einfach um sich werfen, so, ja, so wie so Konfetti werfen sie das einfach so mit einer völligen Verharmlosung einfach so um sich, gar nicht merken, wie lächerlich sie sich eigentlich selber damit machen und dass sie natürlich damit auch keinen Erfolg mehr haben. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr auf den Artikel ein und auf einige Formulierungen, ja. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Der Entertainer hat sich bislang nicht zu dem umstrittenen Auftritt in der Schweiz geäußert. So als ob jetzt Harald Schmidt sich äußern muss, weil er auf irgendeinem Event ein Foto mit Hans-Georg Maaßen gemacht hat, nur weil
einige Leute einfach so die Vorstellung haben, Hans-Georg Maaßen wäre irgendwie der El Diablo oder so, ja. Und jetzt geht's los hier, ne? Gesinnungsjournalismus par excellence. Jetzt also auch Harald Schmidt. Bislang ist der Entertainer nicht als politisch Verirrter aufgefallen. Klar, jeder, der nicht im Mainstream-Politik-Szenerie entspricht, der ist natürlich direkt verirrt, ne? Der hat sich verirrt, der ist einfach geisteskrank anscheinend. Ein Auftritt in der Schweiz irritiert jetzt die Fans des 66-Jährigen. Also ich habe wenige Fans von Harald Schmidt gesehen, die sich irgendwie irritiert haben. Ich meine, Harald Schmidt, wer den noch von früher kennt, der hat sich immer schon über jegliche Regierung und jegliche Art und so lustig gemacht und das persifliert und so weiter mit Satire und mit ziemlich guten Gags so. Und dann jetzt auf einmal zu sagen, oh, der ist irgendwie ein politisch Verirrter oder so, das ist doch komplett lachhaft, ja. Und dann hier, ne, Hans-Georg Maaßen und Matthias Matusek, die neuen Rechten sozusagen in Deutschland, ja, und dann auch diese Unterschriften von den Bildern und so. Also das ist wirklich, wirklich heftig, was hier in diesem Artikel einfach so drinsteht. Und wenn man jetzt auch guckt, ne, da sieht man schon wieder, Ann-Kathrin Müller beispielsweise vom Spiegel, ne, schreibt dann so, oh, Matthias Matusek, Hans-Georg Maaßen und ja wirklich, Harald Schmidt, oh weia, das ist aber schlimm, ja, oh Mann, was für eine Kontaktschuld. Oder hier, jetzt gehen wir mal weiter zu Jutta Ditfurth, wer kennt sie, wie verzweifelt einige hier nicht glauben wollen, dass ihr altes, zynisches, nicht ironisches Idol jetzt mit Rechtsradikalen rumhängt. Ja, also Hans-Georg Maaßen ist sozusagen ein Rechtsradikaler. Leute wie Harald Schmidt haben solche Zeiten mit vorbereitet, haben solche Zeiten mit vorbereiten helfen. Okay, ein bisschen komisches Deutsch hier. Warum seht ihr sowas nicht? Ja, also wehret den Anfängen. Ja, Leute wie Harald Schmidt sind schuld damals an diesen grotesken und schlimmen Taten gewesen. Wahnsinn, es geht immer weiter hier. Das Harald Schmidt-Milieu im Milieu von Maaßen, Matusek und Köppel endet, kann auch nur jene überraschen, die seine jahrelange Entwicklung weg vom ironischen Satiriker hin zum todernsten Reaktionär nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrhaben wollten. Klaas Giffroy, Redakteur, Journalist, Kritiker, Buchautor und so weiter. Es ist wirklich der absolute Witz mittlerweile, ja. Und ich kann es euch versprechen, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird noch so weitergehen. Und bald ist es wirklich so, dass wenn ihr euch äußert als Harald Schmidt-Fan, dann ist es so ein bisschen so, wie als würdet ihr auf ein Rammstein-Konzert gehen. Dann könnt ihr im Endeffekt auch gleich die AfD wählen. So schlimm ist das, ja. Ich stelle mir immer so eine wichtige Frage. Und zwar, was glauben also all jene, die jetzt mit solch billiger Kritik ankommen eigentlich, sollte es sonst für eine beispielsweise Alternative auch geben, sowohl was die Presse angeht, sowohl was die Politik angeht, sowohl was die Comedians und Satiriker angeht. So, ich meine, all diese ganzen Leute, das habe ich auch neulich mal irgendwo beim Fleischhauer gelesen, ja, in der Kolumne, der meinte immer so früher, so 60er, 70er, 80er Jahre und so, da waren die Linken immer so Anti-Establishment und Anti-Staat und so und die Aufmüpfigen und die Revolutionäre und so weiter, ja, und das hat sich ja jetzt mittlerweile komplett umgedreht. Die gehen jetzt irgendwie so händchenhaltend mit dem Staat, hat man den Eindruck, und sind selber irgendwie zum System geworden und scheinbar dulden die einfach keinen Widerspruch, oder man müsste das mal umformulieren, welche Art von politischem und intellektuellem und sachlogischem Widerspruch wäre denn okay, gegenüber dem Mainstream zu bieten, welches nicht gleich sofort rechtsextrem ist. Das würde ich jetzt mal wirklich gerne wissen, wenn jetzt schon Harald Schmidt sich diesen Vorwurf machen will. Da würde ich jetzt mal sagen, ist irgendwie so dieser Zwischenraum, wo man dann irgendwie noch von euch als halbwegs normal bezeichnet wird, sehr, sehr, sehr eng geworden und sehr klein, oder? An dieser Stelle, ja, ich kann mir einfach mein Spaß hier damit nicht mehr verheimlichen. Es ist einfach pure Comedy. Ich hole schon meinen Popcorn raus. Denn am besten rechnet natürlich direkt Harald Schmidt selber mal wieder ab. Das ist jetzt nicht auf diese Kommentare gemünzt, aber trotzdem ein Gag hier von Miro übrigens. Den könnt ihr auch mal bei Twitter folgen. Ja. Und das ist einfach genial, diese halbe Minute, was Harald Schmidt schon genau zu dieser Art hier des Umgangs schon wieder sagt. Einfach genial. Als ich
gecheckt habe, dass der Begriff alter weißer Mann sozusagen ein neuer Brand ist, habe ich mich sofort an die Spitze der Bewegung gestellt. Mhm. Ja, das ist die alte Regel, was ihr nicht verbergen könnt, müsst ihr ausstellen. Es wäre sinnlos, sich zu verteidigen und sagen, nein, das ist ja auch eine Form von Diskriminierung und so weiter, sondern hier kommt der alte weiße Mann, der macht toxische Unterhaltung für den Woken Mob. Und dann ist mal klar, worum es geht. Genau. In diesem Sinne, schönes Wochenende.